Und bald geht es los mit dem ersten Gorilla-Trail der gesamten Erdgeschichte. Hier die nötigen Infos, damit du genau weißt, um was es bei einem Gorilla-Trail geht. Ein Gorilla-Trail ist ein Suchspiel draußen in der Natur von White Gorilla kreiert. Und wirklich jeder kann hier mitmachen. Mittels 17 kurzen Videos findest du den Weg zum Gorillanest. Für das Gorillanest brauchst du die nötige Kletterausrüstung und andererseits auch die nötige Klettererfahrung. Denn die Gorillanester, die liegen immer in luftiger Höhe. Diese Teile hier brauchst du immer. Ein statisches Seil, kein normales Kletterseil, ein dynamisches Seil fakultativ, das ist das normale dehnbare Bergsteigerseil, ein oder zwei Achter, zwei Schlingen, Aufsteigklemmen, einer für den Fuß und eine für die Hand, einen Klettergurt, Karabiner. Sei immer vorsichtig unterwegs. Jeder haftet für sich selber. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Mittels genauer Lokalisation der vier Spots findest du zum Gorillanest. Verbinde dazu Spot A mit Spot B mit einer Linie und auch Spot C mit Spot D mit einer Linie. Der Schnittpunkt, der exakte Schnittpunkt, gibt dir den Standort des Gorillanest an. Weiter findest du pro Spot eine Ziffer. Du brauchst 4 Ziffern, um den Code im Gorillanest knacken zu können. Dann wird sich die Box öffnen. Für den Weg zu jedem Spot gibt es 4 Filme. Jeder der 4 Filme bringt dich näher zu einem Spot. Bist du beim Spot angekommen, geht es darum, entweder mit logischem Denken oder mit Suchen eine Ziffer zu finden. Am Schluss, nach A, B, C, D, hast du dann 4 Ziffern. Natürlich hast du immer dein Handy dabei, damit du so ein YouTube-Filmchen von mir nachschauen kannst. Du brauchst manchmal die Filme, dass du an eine Ziffer rankommst. Der erste mit dem richtigen vierstelligen Code kann das Gorillanest ausräumen. Für alle weiteren Besucher besticht die Freude durch das Draußensein, durch das in der Natur sein, das Lösen und Finden der 4 Ziffern bei je einem Spot, damit du eben die Gorillanest-Box öffnen kannst. Mit dem vierstelligen Code verschaffst du dir Zugang zu der Box und kannst in einem Büchlein deinen Namen, dein YouTuber-Name und auch das Datum einschreiben. Auch wenn gewisse Gorilla-Trails nicht gerade bei dir um die Ecke liegen, eine Anfahrt lohnt sich bestimmt. Bist du der Erste, lohnt es sich doppelt, weil du kannst das Gorillanest ausräumen. Nachher lohnt es sich auch, weil du, so hoffe ich zumindest, einfach Spaß hast und das Gorillanest findest. Denn der Gorilla Trail ist ein modernes Suchspiel, das jeden Geocache in den Schatten stellt. Der erste Gorilla Trail mit dem Namen länderübergreifend startet am 10. März 2023 und geht ewig. Solange sie nicht entfernt werden. Aber ich werde sie regelmäßig besuchen und schauen, dass da alles intakt ist. Die Fortsetzung folgt jeden Freitag. Die Filme zu Spot D werden gestrafft gezeigt vom 28. Mai 2023 bis zum 1. Juni. Das ist für dich interessant, weil du vielleicht der Erste sein möchtest, der eben das Gorillanest ausräumt. Da ist es wichtig, dass gleiche Bedingungen herrschen, sonst immer freitags, aber 28. Mai bis zum 1. Juni kommen die hart aufeinander, jeden Tag. Viel Spaß und viel Erfolg, das wünsche ich dir, dein White Gorilla.